Herzlich willkommen zum nächsten Video. Wir wiederholen kurz das im ersten Video vorgestellte Kapital nach n Jahren bzw. die Exponentialgleichung, die das beschreibt. Die Lernerfolge nach dem Video sollten sein, dass wir verschiedene Logarithmen verschiedener Basen in den Taschenrechner eingeben können, um damit eben Exponentialgleichungen exakt zu lösen. Schauen wir uns nochmal das erste Beispiel an. Wir hatten 500 mal 1,02 hoch n, das war das Kapital nach n Jahren. Und danach waren wir gefragt, wann ist das Kapital, also für welches n, ist das Kapital auf 1 Million Euro angewachsen? Okay, beim Herantasten haben wir herausgefunden 384 Jahre. Nun sind wir interessiert an einer exakten Lösung. Das heißt, folgendes Problem sollten wir lösen. Diese Gleichung, also das Kapital nach n Jahren, 1 Million Euro, soll 500 mal 1,02 hoch n sein. Wir wollen wissen, für welches n das gilt. Okay, formen wir uns die Formel kurz einmal um. Auf beiden Seiten dividieren wir durch 500, dann erhalten wir 1,02 hoch n ist gleich 2000. Somit stehen wir vor dem Problem, dass wir wissen wollen, wann diese Gleichung erfüllt ist für welches n. Das heißt, alles was wir schon wissen über Logarithmen, wir brauchen den Logarithmus zur Basis 1,2 von 2000. Okay, nun müssen wir wissen, wie wir den eingeben können. Dazu findest du auch am Arbeitsblatt zwei Fenster. Das erste beschreibt den Logarithmus zur Basis 10. Der ist deswegen wichtig, weil wir in einem dezimalen System leben, in unserer 10 Finger. Und der zweite ist der natürliche Logarithmus, der ln. Der ist mit der Basis e der Eulerschen Zahl und der heißt deswegen natürlich, weil er so oft vorkommt. Okay, und hier im nächsten Fenster, in diesem hier, siehst du, wie du den Logarithmus zur Basis b mit gegebenen ln oder lg ausrechnen kannst. Das verwenden wir nun, um die folgende Gleichung exakt zu lösen. Nämlich, ich schreibe nochmal her, was wir gemacht haben. Wir haben dividiert durch 500 und erhalten die Gleichung 1,02 hoch n ist gleich 2000. Das heißt, wir müssen eingeben, Logarithmus zur Basis 1,02 von 2000. So. Wir geben es folgendermaßen ein, Logarithmus, der Log von 2000 dividiert durch den LG oder Log von 1,02. Und das ergibt 383,833031 und so weiter. Ich schreibe hin 383,833 und so weiter. Okay. Wir sehen uns im nächsten Video.